Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir sind wieder dabei im Pokal, im Europapokal, Europa League eher gesagt. Und wir haben uns letztes Mal ziemlich scheiße geschlagen. Jetzt geht's wieder gegen PAOK ran. Und ich bin gespannt. Spieler sind wieder alle fit. Ich bin gespannt, wie das Spiel jetzt ausgehen wird. Elfmeterschießen ist mir unglaublich wichtig. Weg damit. So, geht er wieder ins Spiel. Es ist ein Regenspiel leider. Müssen wir trotzdem schaffen. Pressing. Hoher Druck. Offensiv. Sofort ein Zeichen setzen. Wir müssen nämlich genauso wie die Franzosen, müssen wir es jetzt auch schaffen. Wow, da läuft er sich frei. Alter, Gewurstel. Aber wir müssen genauso von Anfang an ein Zeichen setzen. Ja, hebt da ruhig eure Hände da. Abseits ist sowieso eine dämliche Kackregel, ey, dass immer so auf diese Millimeter geachtet wird, dass aber so einen Unterschied macht. Klar, dass das jetzt, wenn das dann wirklich 5 Meter im Abseits ist, dass das nicht so geil ist, das ist schon verständlich. Aber sonst finde ich Abseits auch teilweise ein bisschen unbegründet. Ah, fuck. Aber wir müssen hier unbedingt ein Zeichen setzen. Das geht nicht so weiter. Gehen wir direkt ins kampfbetonte Spiel. Ja, los, komm, PAOK. Sie wollen doch bestimmt auch noch was erreichen hier. Wie gesagt, gegen Florenz kommen wir eh nicht vorbei. Wenn wir da Punkte holen können bei Florenz, dann ist das echt, echt nett. Denn das sind nämlich auch keine direkten Verfolger. Geben wir dann halt die Punkte, die wir halt auch brauchen. Lauf, lauf, Kuswick, lauf. Kuswick, lauf. Lauf. Fuck, zu lang gewartet. Zu lang gewartet. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob jetzt noch ein Spieler frei wäre, zu dem wir passen können. Ja, da läuft er. Easy does it. Spielt Geige vor der Linie. Natürlich. Boah, zum Glück hat er da Scheiße gemacht. Da entlässt er seine ganzen Frust in dieses Schuss einfach mal. Butz, Alter. Richtig Berserker-mäßig Kuswick. Oder Kuschwick vielleicht. Nico wird sich wahrscheinlich denken, ja, der Spasti kann überhaupt kein Polnisch. Ja, kann ich auch nicht. Oder polnische Buchstaben eher gesagt. Sind ja größtenteils gleich, nur die haben halt auch so besondere. Wie dieses L. Boah, wenn er jetzt, hätte er jetzt einen Fallrückzieher gemacht. Wäre krass. So, ah, wir haben den Punkt. Ein Tor zumindest. Den Punkt haben, wir hätten sogar 3. Aber ist jetzt noch natürlich noch nichts entschieden. Wir haben noch genug Zeit und PAOK will zurückstoßen. Das sieht man ja sofort. Ja. Aber wir dürfen das nicht einfach so hergeben. Das Gameplay ist interessant. Aber auch nicht so schwierig. Ja. Die KI spielt dann auch mal wie Menschen, so ein bisschen. Außer halt beim Torwart. Da ist niemand. Dankeschön. Konnte ich auch nichts machen jetzt. Ja, jetzt würde ich mal sagen. Ich probiere mal den Freischuss aus, der in FIFA 14 immer so gut war. Ja, der Eckball geht genauso gut noch gegen die KI. Das war immer der typisch sichere Eckball in FIFA 14. Klappt immer noch. Defensiv. Konter. Jo. Mal wieder so. Finde ich fair. 2-0. Solide Basis. Können wir gerne um 3-0 ausbauen, dann haben wir es eigentlich schon gewonnen. Aber halt nur mit Konter. Wir wollen es halt ein bisschen mal verteidigen hier. Ah, ich mach kaum noch normale Pässe, immer tödlich. Die normalen Pässe fühlen sich fast echt an wie so normaler, wie so manuelle Schüsse, die einfach ins Nichts gehen. Das ist einfach grauenhaft.
Aber die Eckballtaktik hilft genauso viel noch wie wie in FIFA 14 anscheinend. Ich hatte mal gedacht, es klappt nicht so gut. Oh, fuck. Oh ja, kriegt keiner das. Nee. Schön nach oben. Kontertaktik merkt man jetzt ja auch wieder deutlich. Fuck. Zu schwach. Hätte sich ein Doppelpass draus entwickeln können. Lass wir die erstmal kommen hier. Ja. Meinetwegen, wir warten jetzt erstmal. Ja. Huiuiui, ganz knapp. Ja, wir warten jetzt erstmal, komm. Was macht der da? So. Puh, da hier war gerade alles Mögliche gedrückt. Klasse. Ich finde, man hat hier echt so ein bisschen freieres Gameplay. Finde ich nett. So. So, dann mal hier zu ihm. Kussweg. Alter, wo kommen sie denn? Ja, jetzt ist klar defensiv, aber trotzdem, boah. Null Unterstützung. Kann man zu vier Verteidigern spielen, das ist auch klasse. Nein, zu dem wollte ich nicht. Zeig wieder mit Einwürfen, zum Glück Probleme, das ist ja super. So. Einwandfrei, 2-0. Sollen sie doch kommen, wenn sie wollen. Ja, 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 ja. Und drauf. Fuck. Puh. 3-0, das wäre jetzt natürlich astrein. Ich bin noch auf Defensiv, genau. Und auf Konter. Ja. Oh, dankeschön. Schnell wieder vergeben. Puh. Boah, riskante Spielweise da hinten, ey. Boah. Da können wir fast Kapital draufschlagen, ey. Ja, gegen Park haben wir uns bisher gut geschlagen. Das erste Spiel war ja auch 2-0. Also 4-0 ist ja praktisch, ne? Ja. So viel gewinnen wie möglich einfach, das ist ja logisch. Haben wir nicht sogar das Spiel auch noch gewonnen dann? Boah. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das erste Spiel gegen EAG war. War das ein Unentschieden? Schon wieder vergessen. Wir haben dann auch knapp verloren, ja, ja. Also beim letzten Spiel gegen die Franzosen. Toll. Oh, so ein Rumgestochere, ey. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich mich hier trauen darf mit dem Verein. Generell. Jo. Alles in Ordnung. Gut, dass er nicht immer so wegen jeder Scheiße gelb gibt, sonst wären die ganz viele Spieler vom Platz. Ja, passen doch einfach zu, genau. Nee. Wir müssen etwas ranhalten hier. 40%, naja, gut. Oh ja, müder Versuch. Ja, das, oh Gott, das dachten sie sich und das setzen sie auch um. Boah, zum Glück kann keiner einen Abstauber machen. Hier wäre der DOS wieder vorgerannt. ja, die machen ganz schön Druck jetzt. Ah, ich glaube, die können es gar nicht mehr schaffen. Bei dem Hinspiel. Oh, den hältst du locker. So, direkt hochspielen. Dann direkt hier hinspielen. Wir können mal ein bisschen nach oben. Da ist er der Kurs weggelaufen. Aber ich glaube nicht, dass es klappt. Ja, war klar. War ein bisschen
Zu rüpelhaft. Die haben eine interessante Spielweise. Ich glaube, die wollen nicht so über Flanken spielen. Die wollen eigentlich irgendwie in die Mitte. Das gelingt ihnen aber nicht. Ah, wir schaffen es aber noch relativ gut. Immer zu. Aber gegen den. Gegen den einen Anästhie-Dingensbums. Anästhesie. Gegen den kriegt man auch teilweise Probleme, ja, als er wieder weit abstoßen. Jetzt schon irgendwo ankommen. So. Ja, das war ein klasse Versuch. Jetzt warten wir mal, wie die CPU. Richtig assi-mäßig einfach nur. Boah, Alter, der hat jetzt direkt danach ein Tor gemacht, aber was wir auch erwarten. Nach so einem Zweikampf. Alter. Ah ja, wir sollten vielleicht auch mal wechseln. Der Soma ist immer sehr erschöpft, der halt, ja gut, offensiv ist. Wir haben einfach zu wenig gute Spieler. Wir hätten in der Karriere hätte ich mir jetzt schon einen Satz neuer Defensivspieler geholt, was das Mittelfeld betrifft. Aber das ist ja hier natürlich nicht möglich. Da muss man damit klarkommen. Dass der echte Trainer. Alter, ich habe noch null Budget, glaube ich. Ja, der Ant hat. Ach Gott, ich kann den Namen nicht so schnell lesen hier. Ohne Witz. Ja. Gewechselt. Und tschüss. Oh Gott, den kann man doch mal weiter abschlagen. Der Torwart macht sowas aus dem Stehen, aber dann sowas wie mit Dropkick und so weiter, geht dann nur so kurz. Oh fuck. Nee, 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 die wagen hier mir wieder schon viel zu viel. Es soll nicht nochmal spannend werden hier kurz vor Schluss. Nee, nee. Dankeschön. Oh. Und abwarten. Alter, wie der immer rumtanzt dahinter, wird dann ganz nervös hier. Hier kommen wir ganz schön in die Bredouille da hinten. Die kommen ganz schön in die Bredouille. Ja, Dankeschön. Ja, und schon wieder weggegeben. Ja, wir haben jetzt auch wenig Ballbesitz, aber ist halt ein Merkmal der defensiven Taktik. Man wagt halt selbst kaum was. Ja, wunderbar. Kommen wir zu mal eine Versuch, ein Versuch. Alter. Da habe ich nichts gedrückt. Das war einfach. Scheiß AI. Mal kaputt grätschen. Nee. Ist vernünftig. Jo, macht Scheiße. Ja. Ich denke mal schon, dass Momentum da drin ist. Die wollen einfach nicht, dass ich noch ein Tor mache. Ja, das war's. Wunderbar. Neun Punkte 13. Florenz hat natürlich weiter ausgebaut, war natürlich klar. Gut. Ich bin gespannt. Wir haben es so ein bisschen weiter geschafft. Wir dürften eigentlich Platz 2 bleiben. Jetzt kommt eigentlich das letzte Spiel, oder nicht, ne? Das letzte Spiel. Selbst wenn wir hier. Wir haben den zweiten Platz sicher. Was wollen sie nämlich machen? Florenz ist scheißegal, die sind eh Erster. Pau kann höchstens 7 Punkte kriegen jetzt. Und Guingamp 6. Somit kann sich das Ganze nicht verändern, weil wir gegen Florenz spielen. Wir haben es sicher. Gut, da können wir das nächste Spiel gechillt angehen, auch wenn es der stärkere Gegner ist. Das freut mich. Gut, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.